Nächste Situation im Wurf ist, dass wir nicht mit einem Front Pivot in den Wurf gehen, sondern jetzt wollen wir uns beschäftigen mit einem Reverse Pivot, rückwärts Sternschritt in den Wurf. Geht also erst um die Fußarbeit in den Wurf. Wir werden verschiedene Übungen haben, verschiedene Variationen aus dem Reverse Pivot. Wir beginnen erstmal mit der Fußarbeit im Reverse Pivot. Das bedeutet, sobald ich den Ball bekomme, Außenfuß, Außenhand, Pass kommt. Und jetzt drehe ich mich mit dem Rückwärts-Sternschritt zum Korb und habe Blickfüße, attackiere ich den Korb. Aus dieser Bewegung raus werden wir gehen in Sprungwurf, werden wir gehen in Dribbelsituationen zur Mitte, zur Baseline und versuchen da verschiedene Optionen uns zu kreieren. Als Übungsform, da wir das alles auch immer auf beiden Seiten gleichwertig schulen wollen, wird Malik. Wir machen es jetzt einfacher, nicht einfacher, aber kürzer. Wir nehmen 10 Schuss oder 6 Treffer, immer abwechselnd, rechte Seite, linke Seite. Wenn wir im Training sind, gehen wir eher in die Variante, dass wir sagen 20 Schuss und dann je nach Spieler auch 12 oder 14 Treffer erwarten. Erste Situation ist, Malik, Reverse Pivot, 2 Dribblings zur Mitte, Sprungwurf. 10 Schuss oder 6 Treffer. Let's go. Arm ganz strecken. Die erste. Fünf, zwei, oder? Zwei, vier. Sechs, vier. Gerade bleiben, was zu schnell gerade. Bewegung sauber zu Ende führen, athletisch bleiben, Malik. Acht, sechs, nee, acht, fünf haben wir. Fünf. Zehn, sechs. Okay. Nächste Situation ist, dass wir jetzt sagen, wir gehen ohne Dribbling direkt aus dem Reverse Pivot in den Drei-Punkte-Wurf. Hier ist besonders auf der Seite, auf der rechten Seite, für die Rechtshänder, auf der linken Seite zu achten. Wenn Sie mit dem rechten Fuß rauskommen und den linken beistellen, neigen viele dazu, mit dem rechten nochmal zu korrigieren. Darauf achten, weil das Schrittfehler gibt. Standbein, der erstgesetzte Fuß, muss stehen, Rückwärts-Sternschritt, von hier gehe ich in den Wurf. Malik, hast du durchgeatmet? Okay, 10-6-3er wollen wir haben, auf geht's. Arm ganz strecken. Ja. Auf geht's. Gut. Arm ganz strecken, Schwung aus den Beinen. Sehr gut. Jetzt nicht schlampig werden, wenn du müde wirst. Lass, schau, dass der Arm gestreckt ist. 5-2 haben wir. Ja. Komm, 3 Treffer in Folge. Okay, der war gut. Können wir jetzt andere Seite genauso. Sauber gerade rauskommen. Nach oben.
Reverse Pivot ist eine ganz wichtige Bewegung für die Außenspieler, um sich einen Wurf zu kreieren. In der Bundesliga zwei hervorragende Beispiele dafür sind Julius Jenkins und Casey Jacobson, die sehr, sehr gerne im Reverse Pivot an der Dreierlinie nach einer Wurfoption suchen oder eben dann eine gezielte Anschlussbewegung haben. Anschlussbewegung hatten wir gerade eben schon, das Penetration zur Mitte. Jetzt nehmen wir noch zwei andere Optionen. Zum einen aus dem Penetration zur Mitte, wir werden gestoppt, wir antworten mit einem Spin-Move, um in den Wurf zu gehen. Und danach haben wir noch eine Lösung, wo wir zur Baseline attackieren aus dem Reverse Pivot. Malik, wir starten. Erste Situation, Reverse Pivot, zwei Dribblings zur Mitte, Spin-Move zur Baseline, Jump Shot. Let's go. Genau. Komm ein bisschen höher raus. Nochmal ein, oben weich sein. Trotzdem Arm strecken. Genau, nochmal ein auf der anderen Seite. Wichtig, achte drauf. Reverse Pivot, die Täuschung, Standbein bleibt am Boden bis zum Loslaufen. Nicht das Standbein lösen, Malik hat es gerade sehr gut gemacht, häufig gesehener Fehler. Letzte Situation, die wir haben, ich bekomme außen den Ball, sehe, mein Gegenspieler überspielt mich. Und jetzt antworten.